Missing someone. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar war ich in Tschechien einkaufen und habe wieder so ein paar Dinge gefunden, die ich jetzt zeigen werde. Warum auch immer. Wir fangen jetzt an. Dieses Teil, das ich jetzt zeige, habe ich mir beim H&M gekauft. Einen Moment. Okay, das habe ich nicht mehr dran. Um 4,99 €. Und ja, das war halt im Angebot. Das ist so ein Kleid und das ist hier enger zusammen. Das sieht getragen so schön aus. Und ja, das ist die Größe M. Genau. Größe M. Und das ist eher für den Sommer, glaube ich, so. Das nächste Teil ist dann so ein Rollkragenpullover, auch wieder in der Größe M. 7,58 € gekostet. Das hat urdenweichen, bequemen Stoff. Also das ist einfach voll weich. Ich hoffe, das bleibt nach dem Waschen auch so. Und das ist ein etwas kurzer Pullover, muss ich sagen. Und er ist auch relativ dünn. Aber er ist halt sehr flauschig. Und er hat auch dünne Ärmel. Also anliegende Ärmel. Ist nicht so, dass das irgendwie herum... You know. Dann habe ich hier eine Hose in der Größe S. Das ist so eine Leggings mit einem hohen Bund. Und einen breiten Bund vor allen Dingen. Und das ist halt nur eine schlichte schwarze Leggings. Die hat 7,58 € gekostet wieder. Also genauso viel wie das andere. Und dann kommen wir zu, ich glaube, meiner allerliebsten Jacke dieses Jahr. Also ich trage dieses Jahr so gerne lange Jacken, Mäntel, wie auch immer. Und da habe ich einfach eine total schöne gefunden. Also von der Farbe her muss ich sagen, gefällt sie mir nicht so gut. Weil ich glaube, dass die auch ziemlich schnell dreckig wird. Die ist nämlich so komisch beige. Man sieht es jetzt nicht ganz, aber die ist so komisch beige. Und ich glaube, dass die relativ schnell dreckig wird. Aber sie ist einfach voll weich und voll warm. Also sie hält gut warm. Die Jacke hat 45,68 € gekostet, ist in der Größe M. Die geht mir ungefähr ein bisschen was unter das Knie geht mir die. Und die fand ich einfach voll schön. Die hat auch noch Knöpfe vorne. Zwei Knöpfe auf jeder Seite. Und dann hat die auch noch Taschen, was ich sehr schön finde, weil ohne Taschen geht es einfach nicht. Ich brauche irgendwas, wo ich mein Klumpert einstecken kann. Genau, das ist die Jacke. Dann habe ich mir ein Oberteil gekauft, das ich schon mal gesehen habe. Und ich habe gedacht, ich finde das nicht mehr, das ist jetzt weg. Aber ich habe es dann doch noch gefunden. Mal schauen, wie ich das kombinieren kann. Und zwar ist das so ein Oberteil, wo du halt da alles frei hast und nur die Ärmel hast. Wollte ich mir auf jeden Fall auch mal kaufen und das hat in der Größe M 15,20 € nur gekostet. Und ich muss sagen, dieses Geschäft ist echt günstig und die Karteln schauen auch voll cool aus. So komisch silber, glänzend. Ja, dann habe ich mir zwei Teile gekauft, die ich irgendwie sagen muss, dass ich sie bereue. Ich meine, es kommt noch drauf an. Vielleicht gehen es dann nach dem Waschen, aber jetzt... Sie sind eigentlich relativ weich, deshalb habe ich es nicht vermutet, wie ich es mir gekauft habe. Aber sie kratzen extrem. Also, ich habe das, glaube ich, 5 oder 10 Minuten nur angehabt und mich hat das so gejuckt, dieser Stoff. Das ist so ein
eigentlich, was man nicht mal erwartet, so ein kratzender Stoff. Ja, ich werde das nochmal waschen und vielleicht geht das dann weg. Ich weiß, man sollte normalerweise Wäsche immer, bevor man sie das erste Mal anzieht, waschen. Aber wenn ich was neu habe, möchte ich es auch gleich anziehen. Und ja. Und zwar ist das das Oberteil. Das ist so ein Body in der Größe M, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, Größe S ist das. Und der ist so geriffelt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Jetzt sieht man es auf jeden Fall. Der ist so geriffelt und der hat auch so einen kleinen Ausschnitt. Finde ich auf jeden Fall voll süß. Mal schauen, wie das nach dem Waschen dann ist. Dann habe ich mir noch was gekauft, was man darüber anzieht. Und das ist wieder so ein körperfreies Oberteil, wenn man es so nennen kann. Also da hat man eben nur die Ärmel. Und sonst, da ist noch ein Kragen, aber sonst hat man da halt nichts. Fand ich, schaut voll schön aus, deshalb musste ich es einfach mal mitnehmen. Ach, endlich mal wieder shoppen. Ich habe es so vermisst. Das körperfreie Ding hat 9,49 gekostet. Wie viel das andere gekostet hat, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nicht, wo das Preisschild ist, aber unter 10 Euro auf jeden Fall. Dann habe ich mir was gekauft, das hätte ich gern angezogen zu Weihnachten, aber ich habe schon so viele Sachen, die ich gern zu Weihnachten anziehen möchte, dass ich einfach nicht weiß, was ich als erstes anziehen soll. Und zwar ist das in der Größe L. Um 7,58 wieder. So ein Oberteil, das habe ich sogar auf Shein im Warenkorb gehabt, aber bin ich eigentlich glücklicher, dass ich es in Tschechien gefunden habe, wie in bei Shein, weil ja, und das hat nicht so einen weichen Stoff, aber ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht wirklich kratzend oder so, also das ist schon was Cooles und das kann man eben so aufmachen oder man lässt es zu. Und ich werde es eher aufmachen, die Knöpfe, und dann als Weste oder so tragen, weil Größe L ist mir ein bisschen zu groß und da hätte ich etwas sehr viel Ausschnitt. Genau. Dann habe ich mir einfach nur ein schlichtes Oberteil gekauft. Ein ganz dünn Pullover, ich sehe euch sogar durch. Also der ist wirklich extrem dünn, da sieht man alles durch. Der ist einfach nur so, wenn ich ein T-Shirt über dem Pullover anziehen will, dass ich was Schwarzes habe, weil ich habe was Weißes auch schon. Und jetzt hätte ich halt gern auch noch ein schwarzes, langes Oberteil. Und genau, das war in der Größe M und hat 3,77 € gekostet. Dann zeige ich euch mal mein Weihnachtsoutfit. Ich weiß noch nicht, ob ich mich wirklich traue, das anzuziehen. Aber ich fände es halt sehr schön. Und zwar ist das so ein Kleid in Violett. Und das hat 7,58 € gekostet. Mal schauen, wie mir das passt, weil das sieht etwas klein aus. Aber ich fand das so schön. Also, das ist vom Terra Nova, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das ist von Terra Nova. Dann zeige ich euch die letzten paar Sachen. Da drüben liegen auch noch zwei Hosen. Und zwar habe ich mir noch Hosen gekauft mit Push-Up-Effekt. I don't know. Ich wollte es halt mal probieren. Und zwar hat die 13,30 € gekostet und ist einfach nur in Schwarz. Und soll halt so den Hintern rauskommen lassen. Und da im Hintern eh schon ein Haufen Zetteln. Das ist die Hose. Numero uno. Ich hoffe, die ist da unten auch eng. Weil ich mag es nicht so, wenn die Hosen so
ich mag lieber Skinny Jeans. Sagen wir es mal so. Das ist die zweite Jeans. Das ist auch wieder so eine Push-Up Body Shape Jeans. Und die hat 9,49 € gekostet. Die ist in Grau. Und finde ich auch wieder voll schön. Ist auch wieder eine lange. Ist genau dasselbe eigentlich. Ich weiß nicht, warum die weniger kostet. Aber habe ich mir auf jeden Fall auch mal mitgenommen. Auch wenn ich lieber schwarz trage. Man weiß ja nie. Und dann habe ich mir noch zwei Fails bestellt auf Amazon. Und es tut mir so im Herzen weh, die zurückzuschicken, weil ich habe mich so gefreut, die anzuziehen. Und ich glaube, man sieht schon. Das ist so eine Hose mit so einem flauschigen Fellmoll-Ding drinnen. Es ist in der Größe S und normalerweise passen mir die Größe S auch sehr gut. Aber das ist irgendwie viel zu klein. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich schicke die zurück und bestelle die nochmal in einer M. Ich probiere die zweite dann auch nochmal an. Weil die schaut etwas... Okay, ich probiere die zweite dann wirklich nochmal an, weil auf der anderen steht nämlich Größe M. Und ich habe aber beide eigentlich in S bestellt. Jetzt weiß ich nicht, ob das überhaupt eine S ist. Weil, oh ja, die eine ist eine S, aber die andere ist laut diesem Pickel eigentlich eine M. Weil hier steht eigentlich M, aber ich habe zweimal S bestellt. Das heißt, ich werde die anprobieren und die auf jeden Fall zurückgeben. Weil ich komme da weder mit den Füßen rein, noch komme ich über meinen Hintern drüber. Und dann kommen wir noch zu Unterwäsche. Da habe ich mir einfach so ein Sport-BH-BH gekauft. Keine Ahnung, unter was ich das jetzt betiteln soll. Von Calvin Klein natürlich. Und dazu habe ich mir das passende Unterteil gekauft. Ja. Sieht einfach so aus, ist in der Größe S und hat 20,39 € gekostet. Ich glaube, das ist das teuerste Unterteil, das ich habe. Und dann habe ich, glaube ich, was gekauft, was ich sowas von bereue. Und zwar habe ich mir einen BH gekauft in Größe 32A. Er würde mir passen, aber... Er ist mir da viel zu eng, ich weiß jetzt nicht, ich würde das gern irgendwie auseinandernähen noch, weil es gibt doch Leute, die kleinere Bubis haben und einen größeren Umfang, so wie mich. Sonst ist der BH sehr schön, vor allem dieses Calvin Klein in Grau. Und auch nochmal an den Trägern. Und der hat 30,20 € gekostet. Und dann habe ich mir um 11,37 € noch das gekauft. Und 11,37 €. Und ja, ich wollte halt verschiedene Varianten. Das ist eben so eine Boyfriend-Ding oder so. Boy Short, genau. Und die hat 16,08 € gekostet und ich glaube, das wird eine von meiner Lieblingsunterwäschen. Vor allem, weil die so bequem ist. Damit waren wir es auch schon. Damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche und mehr weiß ich eigentlich nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo von dir, wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist und natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Springt hier herum und ja,
Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!